Das ist, glaube ich, ein ziemlich klares Kriterium. eine Programmpartei sind, anders als vielleicht das Bündnis Sarah Wagenknecht, das gar kein Programm hat. Wir haben ein Programm. Bitte? Also ich weiß wir nicht, haben ein Programm, das von Mitgliedern Sie debattiert worden einfach ist. Meine Frage. Ich bin gerade dabei. Hm. Wir haben ein Programm, das von Mitgliedern beschlossen worden ist. Und in diesem Programm, das gibt unsere Richtung vor. Und da gibt es nicht um völkisches Rechtsextremismus. Da finden Sie nichts davon. Deswegen kann auch nichts davon zitiert also werden. Verstößt denn Höcke gegen das Parteiprogramm? Sie sind bei einzelnen Äußerungen, bei einzelnen Personen und versuchen etwas zu dramatisieren. Aber Sie... Und wir reden schon wieder die Hälfte der Zeit nicht über die Probleme, in diesem Land. Also ich glaube, Sie schaffen das einfach nicht. Und für uns ist das okay, weil die nächsten Wahlen kommen und die EU-Wahlen werden nicht die besten für uns in diesem Jahr sein, sondern das werden die in Ostdeutschland sein. Ich bin einfach an Ihrer Position interessiert. Ich habe zu den Grundwerten unserer Gesellschaft im Gegensatz zu Ihnen gar kein taktisches Verhältnis. Ich halte gar nicht meinen Finger in den Wind und gucke, ob das jetzt im Wahlergebnis irgendeiner Partei was verändert. Ich bin einfach... vorgespielte Idealismus. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. So, ich bin doch gar nicht an Macht interessiert, gar nicht an irgendeinem Wahlprogramm interessiert. Oh Gott, ich hasse Politiker, die so reden. Politiker können doch ruhig sagen, ja, mir geht es um Macht, um von mir aus auch dann um mein Programm umzusetzen, um dann dieses oder jenes zu tun. Aber zu sagen, ich bin da an nichts interessiert, ich habe da keine Hintergedanken, wenn ich diese Proteste unterstütze, dann lügt er uns an. Einfach an einer Geschäftsgrundlage in dieser Gesellschaft interessiert, bei der meine Mitmenschen, 84 Millionen Menschen in dieser Gesellschaft, nach den gleichen Spielregeln behandelt werden. Und mir sind Leute suspekt, die keinen klaren deutschen Satz rausbringen zur Frage, ob sie das ganz genauso sehen. Aber Herr Kühnert, dann müssen Sie auch mal darüber nachdenken, was Sie persönlich und Ihre Partei und die ganze Regierung einen Anteil daran hat, dass eine Partei, die solche Leute in ihren Reihen hat, wie Herrn Höcke, der ja übrigens auch noch andere Sachen gesagt hat, zum Beispiel, dass es eben schlecht ist, dass man Hitler immer mit dem Bösen verbindet und andere Dinge. Also man kann. Ja, jetzt zitiert Wagenknecht auch noch Höcke, finde ich unglücklich, dass man jetzt irgendwelche. Höcke hat gerade, glaube ich, gesagt, das Problem sei es, dass man Hitler als absolute Böse darstelle. Und wie gesagt, da müsste man ihn jetzt fragen, wie er das gemeint hat. Da sollte man jetzt nicht bettvoll rangehen. Man kann ja, sag mal, beliebig Textexegese betreiben. Aber Sie müssen doch drüber nachdenken, was Sie da dazu beitragen. Ja, Mr. Brandon Spence schreibt es gerade. Höcke ist die ganze Zeit Hauptthema, aber er ist nicht eingeladen. Also Wagenknecht hätte hier Äußerungen von Storch bringen können. Aber von Storch hat halt keine Themen, sondern nur extrem neoliberale Äußerungen getätigt. Das finde ich auch schlimm, aber... Über das neoliberale AfD-Programm wird nicht geredet. Es wird nur über Rechtsextremismus und sehr viel häufiger über vermeintlichen Rechtsextremismus geredet. Das ist nicht die vernünftige Auseinandersetzung mit der AfD. Man sollte sich wirklich auf das Wirtschaftsprogramm konzentrieren. Nicht auf das Suchen nach Problemen, wo man dann vielleicht welche findet, vielleicht aber auch nicht. Partei immer stärker wir reden wird. Über das Migration. Ist das der Kern, weil ich jetzt glaube, haben Sie das haben schon noch gar nicht geholfen. Nein, also ich meine, Frau von Storch ist doch klar, dass sie das nicht begründen kann, weil es natürlich diese Rechtsextremen in der AfD gibt. Und der Spitzenkandidat für die Europawahl, Herr Krah, gehört zu diesem Flügel. Also ja nicht nur Herr Höcke, er hat zum Beispiel wörtlich gesagt, Einwanderung ist Völkermord. Also nicht unkontrollierte Migration, zu viel Migration, sondern eindeutig Einwanderung ist Völkermord. Wir sind Melanie Ammann noch mal Russland angreifen Positionen, und mit Waffen die sind unerträglich und die gibt es in der AfD. Aber die AfD wird nicht deshalb gewählt, weil es diese Positionen gibt, sondern weil so viele Leute interessant sind. Dass ein Thema ja über lange Zeit, über viele Monate eben leider ignoriert wurde, nämlich das der Migration. Darüber reden wir gleich. Das ist das Sachthema dahinter. Wir fragen Frau Storch noch mal nach einem Zitat von Tino Chrupalla. Er hat gesagt, wer Deutsch kann, wer arbeitet und zum Wohlstand beiträgt, der ist hier herzlich willkommen. Würden Sie das auch sagen? Oder sagen Sie, also das sagt jetzt der eine Ihrer beiden Chefs. Und die zweite Frage haben Sie tatsächlich noch nicht beantwortet, nämlich ja, ob Sie... Das, was Beatrix von Storch vorher gesagt hatte, klang ja auch so. Also die AfD ist ja durchaus nicht gegen Wirtschaftsmigration, so wie ich das verstanden habe. Unterschreiben, was Herr Höcke dazu sagt. Wir brauchen Facharbeiter in diesem Land und wir stellen fest, dass wir seit 2011... Das ist übrigens Schwachsinn. Wir haben genug Arbeitskräfte, die keinen Arbeitsplatz haben. Wir haben, ich bringe die Zahlen immer wieder, weniger als 800.000 offene Stellen, über 2,5 Arbeitslose. Anfang der 70er hatten wir
eine Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Also damals lag das Verhältnis bei 10:1 von offenen Stellen zu Arbeitslosen. Heute liegt es 1:3. Also damals hatten wir Vollbeschäftigung, heute haben wir Unterbeschäftigung. In so einer Situation sollte man die Arbeitslosen bestmöglich ausbilden und dafür sorgen, dass sie in offene Stellen kommen, aber nicht zusätzliche Ausländer importieren, um dann, ja, das ist sowieso eine alberne Vorstellung. Die deutschen Arbeitgeber, die haben Zugriff auf den gesamten EU-Binnenmarkt und dann soll man von außerhalb der EU noch Arbeitsmigranten reinholen. Das halte ich für keine sonderlich schlaue Politik, auch nicht im Interesse der dortigen Länder. Also wenn wir jetzt Migranten aus Albanien, aus der Ukraine, aus Moldawien, aus anderen osteuropäischen Ländern holen, die noch katastrophalere Demografie haben als die EU-Staaten, dann hilft das den dortigen Ländern ja auch nicht, sondern es schreibt ihre Unterentwicklung auf weitere Jahrzehnte fest. 4 Millionen Menschen zugewandert sind und offensichtlich. Also das einzige Land, europäische Land, was es von seiner Demografie her wahrscheinlich noch lange verkraften oder lange auch nicht mehr. Also auch da ist die Geburtenrate, dass es verkraften könnte, ohne dass es da die Unterentwicklung noch weiter festgeschrieben würde, eine gewisse Immigration zu haben, wäre wahrscheinlich die Türkei. Und ja, viel mehr gibt es da nicht. Also zumindest nicht auf dem europäischen Kontinent. Hat das Facharbeiterproblem nicht verbessert, sondern verschlechtert. Das heißt, die wir brauchen, die kommen nicht und die kommen, die brauchen wir nicht. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir Menschen brauchen, diesem Land leisten, die arbeiten. Das ist sehr interessant. Also die AfD sagt immer, ja, die Flüchtlinge sollen raus. Aber gegen Wirtschaftsmigration scheint man dann doch nichts zu haben. Die Beitrag zahlen, das sind die wir brauchen. Aber Einwanderung ist Völkermord, bezieht sich auf alles. Deswegen brauchen wir Einwanderung, deswegen brauchen wir Zuwanderung in den Bereichen, aber ausgesucht. Wir müssen das auswählen. Wir haben 4 Millionen, die in den letzten 4 Jahren gekommen sind oder 3 Jahren gekommen sind, seit 2011 gekommen sind, Entschuldigung. Und das ist offensichtlich nicht das, was wir brauchen. So, und Frau Wagner, müssen wir auswählen. Sie wählen aus und Sie wählen offensichtlich auch zwischen den Wortbeiträgen Ihrer Politiker aus. Warum schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht zukünftig besser ab als die Ampel? Auch Sie sagen, wir müssen konsequent Ausländer abschieben. Zu 90% seien die unberechtigt hier. Warum schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht besser ab als die amtierende Regierung? Zu 90% unberechtigt, das klingt, so wie Ilna es hier gerade wiedergibt, tatsächlich ähnlich radikal wie die AfD. Es geht gar nicht nur um die Abschiebung. Also wenn man sich zum Beispiel Dänemark zum Vorbild nimmt. In Dänemark ist es relativ klar, wer Asylrecht hat, der bekommt auch seinen Schutzstatus. Wer kein Anrecht hat, hat auch kein Recht auf soziale Leistungen und auf alles, was damit verbunden ist. Die dänische Regierung gibt denen, die abgelehnt sind, das Geld dafür, dass sie zurückreisen können. Die dänische Regierung schiebt so gut wie gar nicht ab. Sie haben aber durch diese veränderte Politik die Zahlen massiv reduziert. Und das ist natürlich seit Jahren schon ein Problem, gerade auch in den letzten Jahren, was die Menschen umtreibt. Ich verstehe jeden, der aus einem ärmeren Land gerne in ein reicheres kommen möchte und bessere Lebensverhältnisse bekommen möchte. Und Sie haben zum Beispiel vorhin Syrien angesprochen. Syrien ist Sella stellt gerade eine sehr gute Frage. Kann jemand das schicken und mir klippen? Kann jemand das klippen und mir schicken? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Diese Sendung von Maybrit ist... die könnt ihr alle hier in der ZDF-Mediathek und später wahrscheinlich auch auf YouTube runterladen und euch dann da ganz viele Clips von Sarah Wagenknecht selbst rausmachen. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Folgt Sellers Beispiel und sucht euch hier möglichst viele Clips von Sarah Wagenknecht raus. Sie hat sich hier, finde ich, relativ gut geschlagen. Auch diese Antwort zum Thema Migration widerlegt ja das, was man in vielen rechten Kanälen häufiger hört, nämlich dass das BSW angeblich genauso eine Einwanderungspolitik wie die Ampel fahren würde. Das Gegenteil ist der Fall, wie ihr hier gerade gehört habt. Natürlich auch deshalb ein bettelarmes Land inzwischen. Einmal, weil es einen Bürgerkrieg gab, der ist vorbei, aber auch, weil das Land mit Wirtschaftssanktionen ist mehr oder weniger vorbei. Er ist weitgehend vorbei. Aber das Land wird mit brachialen Wirtschaftssanktionen an jedem Wiederaufbau gehindert. Das heißt, es geht den Menschen dort wirklich dreckig und dann fliehen sie. Und dann haben wir hier das Problem. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt
den Subsidiärschutz nicht mehr, Asylrecht ist es ja in der Regel nicht, dann müssten wir etwas dafür tun, zum Beispiel diese Wirtschaftssanktionen aufzuheben, damit die Menschen in ihrer Heimat wieder eine Perspektive bekommen. Mhm. Und das gehört natürlich auch dazu, also dass wir überfordert sind mit den Zahlen. Da kann Ihnen jeder Bürgermeister, jede Kommune ein Lied davon singen. Mhm. Wir haben immer mehr Schulklassen, wo am Anfang mehr als die Hälfte der Kinder kein Wort Deutsch spricht. Das leider und zwar seit zwei in den Jahren. Ärmeren Bezirken vor allem. Und das ist natürlich ein Problem. Das hat ja auch was mit der Bildungsmisere in Deutschland zu tun. Wir haben eine Überforderung. Wenn uns hunderttausende Wohnungen fehlen in Deutschland, ist natürlich, wenn immer mehr Menschen kommen, die Wohnungsnot verschärft sich. Also es gibt ja einfach viele Dinge, wo man sagen muss, da gibt es Grenzen der Kapazität, da gibt es Grenzen der Möglichkeiten. Und deswegen brauchen wir eine Einwanderungspolitik, die tatsächlich die Anreize nicht so setzt, wie sie jetzt gesetzt sind, weil wir sonst das Problem nicht lösen. Letzter Punkt, wir nehmen ja tatsächlich mehr Menschen auf als Frankreich, Österreich und Italien zusammen. Also es liegt schon auch daran, wie das in Deutschland organisiert ist. Und da muss man der Fairness weil ich aber immer sagen, Frau Wagenknecht, dass ja 1,2 Millionen Ukrainer dabei sind und es eben jenseits der EU in Anführungsstrichen 340.000. Das ist ein sehr guter Punkt. Also über diese Wirtschaftssanktionen gegen Syrien könnte man endlich mal reden. Und nicht nur gegen Syrien, auch gegen Afghanistan. Also zwei der größten Flüchtlingsgruppen, die wir hier haben, sind Afghanen. Und davon könnte ein Großteil wieder zurückkehren, wenn es in der Heimat endlich einen vernünftigen Wiederaufbau geben würde. Aber der Westen verhindert diesen Wiederaufbau durch Wirtschaftssanktionen. In der Ukraine ist es übrigens ähnlich. Auch da könnten die Menschen größtenteils wieder zurückkehren, wenn dort endlich Frieden herrschen würde und der Wiederaufbau beginnen würde. Aber aktuell verhindert die ukrainische Regierung mit Unterstützung des Westens durch ihre komplett kompromisslose Haltung einen Friedensvertrag. Und da muss Deutschland endlich Druck auf die Ukraine machen, dass sie einem Friedensvertrag zustimmt. Beispielsweise durch eine Einstellung der finanziellen Unterstützung und der Waffenlieferung. Der klaren Ansage, ihr bekommt Unterstützung beim Wiederaufbau, aber dafür muss erst einmal Frieden herrschen, schließt Kompromisse mit Russland.